Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir werden wohl auch in der künftigen Tagesordnung weiter über Flüchtlingspolitik reden müssen. Flüchtlinge kommen weiter nach Deutschland, und es ist gut, dass Kanzlerin Merkel gestern unmissverständlich klargestellt hat, dass Deutschland ein offenes und freundliches Land ist und bleiben soll. Aber nicht nur deshalb brauchen wir schnell viele Wohnungen für Menschen mit wenig Geld. Angesichts der Wohnungsnot hält es die Linksfraktion für dringend erforderlich, bestehenden, aber anders oder gar nicht genutzten Wohnraum für Wohnzwecke zurückzugewinnen. Senat und Bezirke müssen dafür alle Anstrengungen unternehmen. Die geplanten Modulbauten mit 15.000 Wohnungen werden nicht so schnell kommen wie der Winter. Der Bestand ist der einzige Wohnraum, der uns schnell zur Verfügung steht. Die meisten Flüchtlinge leben derzeit unter langfristig untragbaren Bedingungen in Massenunterkünften. Gleichzeitig stehen in Berlin Wohnungen leer, werden illegal als Ferienwohnungen genutzt oder sollen abgerissen werden. Manche Bundesbauten, wie das Haus der Statistik am Alex, stehen seit Jahrzehnten leer. Es wird munter spekuliert, es werden äußerst lukrative Geschäfte gemacht, und das wollen wir ändern, deshalb unsere Anträge. Darin fordern wir die Rechtsgrundlagen und Voraussetzungen zur Anmietung von Wohnraum durch die Kommunen zur Beschlagnahmung schnell zu klären und gegebenenfalls neu zu schaffen. Herr Czaja hat es ja schon ein bisschen ausgeführt. Nach Ordnungsrecht müssen Behörden zur Gefahrenabwehr eingreifen. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit können freie und fürs Wohnen geeignete Räume auch gegen den Willen der Eigentümer beschlagnahmt werden. Die Behörde muss jedoch ihre eigenen Kapazitäten rechtzeitig ein wichtiges Wort in dem Zusammenhang, und umfassend erweitern, wenn sich abzeichnet, dass der zur Verfügung stehende Raum zur Unterbringung weiterer Menschen nicht ausreicht. Die Inanspruchnahme Dritter, also der Eigentümer, ist das letzte zur Verfügung stehende Mittel, so die Rechtsprechung. Zudem ist es keine Dauerlösung, denn die Kommunen müssen so schnell wie möglich Alternativen finden. Die Städte dürfen zu dieser Ultima Ratio also nur greifen, wenn sie zuvor alles ihnen Mögliche getan haben, die nötigen Unterkünfte auf anderem Weg zu beschaffen. Das heißt, Senat und Bezirke müssen ihre Hausaufgaben machen. Die Bezirke benötigen für die Anmietung Budget und Personal. Aus ihrem Globalhaushalt können sie das nicht bestreiten. Häufig lassen sich leerstehende Wohnungen und Häuser mit geringem Aufwand herrichten. Diesen Aufwand muss notfalls auch ein Bezirk oder die Unterbringungsstelle zügig erbringen können. Auch das geht nicht ohne zusätzliche Ressourcen. Die Bezirke müssen selbst Leerstand beobachten, gern auch unter Nutzung des Leerstandsmelders, und aktiv beseitigen. Auch dafür brauchen sie Personal. Der Senat muss unterstützend und steuernd auf gesamtstädtischer Ebene handeln. Er hatte es seinerzeit abgelehnt, im Gesetz zum Verbot der Zweckentfremdung die Fristen von genehmigungsfreiem Leerstand von 6 auf 3 Monate zu reduzieren, Bestandsschutz zu verkürzen, Ausnahmetatbestände stärker zu reglementieren oder einen Treuhänder für die Rückgewinnung von Wohnraum vorzusehen. All das hatte die Opposition schon bei der Gesetzesdebatte 2014 gefordert, aber noch immer blockiert der Senat hier. Das Zweckentfremdungsverbot ist bis heute zahnlos. Wohnungsabriss wird genauso wenig wie Leerstand erfasst, geschweige denn kontinuierlich beobachtet. Mindestens 319 Wohnungen sind allein 2014 abgerissen worden. Und es geht weiter, wie wir eben gehört haben. Mit Zustimmung des Senats übrigens werden in der Wilhelmstraße Wohnungen zugunsten eines Luxusprojekts abgerissen, und das trotz individueller Vereinbarung und der Beteuerung des Senats, preiswerten Wohnraum schaffen und erhalten zu wollen. Wer soll denn das glauben? Abbau von Leerstand ist im Übrigen auch eine Aufgabe des Landes selbst. Bei den städtischen Wohnungsunternehmen stehen rund 6.000 Wohnungen leer, zumeist sanierungsbedingt. Es muss hinterfragt werden, ob an der bisherigen Modernisierungsstrategie überhaupt noch sinnvoll festgehalten werden kann. Erschreckend sind nicht nur die Miethöhen nach Modernisierung, erschreckend ist auch die Dauer des Leerstands. Schlusslicht Gesobau bringt es auf 20, Stadt und Land immerhin noch auf knapp 15 Monate. Die bestehende Kooperationsvereinbarung Wohnungen für Flüchtlinge ist gerade mit einmal gerade 275 Wohnungen, ist aus der Zeit gefallen. Sie ist mit deutlich erhöhten Kontingenten neu abzuschließen und auch zu kontrollieren. Wir fordern außerdem, die Berlinovo als quasi siebtes städtisches Wohnungsunternehmen endlich ins Boot zu holen. Sie soll per Vereinbarung direkt an die Bezirke oder an die Unterbringungsstelle vermieten und nicht an windige Geschäftemacher, die dann das Zehnfache kassieren.
Selbstverständlich muss der gesamte Wohnungsmarkt, nicht nur der städtische und der soziale Wohnungsbau, aktiviert werden. Deswegen ist es unerlässlich, auch die großen privaten Akteure wie Deutsche Wohnen und Vonovia, früher mal Deutsche Ennington, in die Strategie verbindlich einzubeziehen. Alles in allem viel zu tun, aber wir schaffen das.